Und jetzt um die Sätze noch fortzuführen. Das Ganze, alles, hat mit Lebensenergie zu tun. Im Kohl oder im kohlistischen System oder auch jetzt hier wird unsere Lebensfreude und unsere Lebensenergie unterdrückt. Durch falsche Ernährung, durch Chemie, durch depperte Aufgaben von Arbeiten, die kein Mensch machen will, die frustrierend sind und. Damit sozusagen gehen wir schon runter in unserer Energie und sind daher leichter angreifbar und werden auch leichter krank und sterben auch früher, praktisch für das System. Wenn man weiß, was Sexualität eigentlich auf höchstem Niveau bedeutet, dann ist das was Wunderbares. Aber die Menschen, die zum Beispiel in diesen früheren Zeiten rituelle Sexualität ausgeführt haben für alle, die waren seelisch und körperlich absolut rein und vorbereitet darauf. Und da war eine so hohe Qualität der Energie, dass aus der Vereinigung von männlich und weiblich Segen für alle entstanden sind. Auch für die Mutter Erde, für die Bäume, für die Luft, für alles. Und wenn wir schauen, was wir heute unter Sex verstehen, und das ist rein fast nur noch materialistisch oder sonst was,